So, herzlich willkommen hier am ETS2 zu einer neuen Mod-Vorstellung. Und zwar dreht sich das hier um das Schätzchen hier. Wie ich finde, ein ganz schön gelungenes Fahrzeug, den Ford Cargo. Hier habe ich den schon wieder mal zusammengezimmert. Und sieht wirklich nicht schlecht aus, möchte ich mal sagen. Ja, tut er auch. Ja, dann gehen wir mal rein in das Menü. So, in den Händler. Ford. Der Ford. Moment, wo ist er? Cargo. Da ist er. So, das ist das Grundfahrzeug. Sieht nicht schlecht aus, ne? Man kann hier, hat der jetzt gemacht, der hat den nur tiefer gelegt, wa? Genau, er hat ihn tiefer gelegt, vorne, okay. So, hier werden wir mal gar nichts machen hier. Das finde ich nicht so schön. Bleiben wir hier bei denen hier. Oder? Ja. Ja, okay. So, Motor. 420, 460 PS. Da haben wir nicht viel Auswahl. Bei den Getrieben gibt es auch nur vier. Das machen wir mal so. Innenausrüstung. Ja, sieht das so aus. Ja, ein bisschen spartanisch, ne? So. Direkt gibt es nichts weiter. Wir lassen ihn so. Kann jeder halten wie ein Dachdecker. Wisst ihr ja. So, was können wir hier machen? Lack. Ja, dann lassen wir den mal hier, ne? Das wisst ihr. Da brauche ich nicht mehr weiter drauf reingehen. Nee, das sind ja diese komischen Bremsstangen da. Aus Lateinamerika. Ja, die Tanks. Was haben wir hier? Jetzt muss ich mal gucken, das sind die Auspuffrohre. So, was können wir hier machen? Lack. Ja, da auch Lack. Aha, dann ist das zu. Bei den Treppen da. Was passiert da? Das ist so merkwürdige Sache, aber Moment. Ach hier.
passiert, glaube ich, nichts. In Lack und Kunststoff, da brauchen wir nicht drauf eingehen. So, dann haben wir hier den Aufbau. Was haben wir hier noch? So, hier haben wir so einen komischen Zusatztank. Aber da können wir dann nochmal reingehen. Und noch einen größeren. Warum habe ich den nicht gesehen vorher? Aha, das ist dann noch besser, ne? Ja, dann lassen wir den auch. Sieht doch schon gut aus. Also ich finde das ja irgendwie schon gelungen, ne? Die Tuten. Klimaanlage. Plastiko. Kann man auch raussuchen, wie gibt es ein paar verschiedene Sachen hier. Ich lasse das mal so. Ja, bis jetzt sieht das schon gar nicht schlecht aus, also ist meine Meinung. Antennen wollen wir nicht, weil die nach vorne rausgehen, wie in Lateinamerika, und das möchte ich nicht haben. Was ist hier los? Da weiß ich nicht. Ach, der baut da irgendwas an. So, und hier haben wir einmal einen Lack und einmal in Plastik. So, was machen wir hier? Ja, das wisst ihr ja, ne? Das machen wir von innen. Ist auch Antenne. Die kann man ja von innen, das spielt keine Rolle, kann man lassen. So, was haben wir hier noch? Bett, das können wir hinter machen. Ja, guck mal an, das sind zwei Antennen. Naja, habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ulkig. Fahrerschild. So. Da haben wir einen Lack. Hier machen wir auch einen Lack. Muss nicht unbedingt sein hier, ne? Schwatte brauche ich nicht, sage ich mal so. So. So sieht es doch viel, viel angenehmer aus. Da waren wir schon. Auch Lack. Und da unten haben wir Plastiko Chrom. Ach, das hier unten? Farbe. Dann lass mal das so. Ich finde, der sieht doch schon richtig geil aus, ne? Wahnsinn. Ich finde den toll. Da werden wir auch kicken, ob wir da eine Tour machen können. Jetzt kicken wir uns innen an. Können wir hier machen. Wir können hier irgendwas anbammeln. Ach, das ist hier denn hier so ein Ding da. Das machen wir auch nicht. Machen wir da weg wieder. Das muss ich rausmachen, da von Wollis, da
wird das meiste gar nicht angezeigt. Alles raus, dann so, machen wir dann nur. So. Hier können wir was hinstellen. Wir machen hier mal eine Brotzeit hin. Ja, ja, so ist das. Nee, da machen wir gar nichts. Oder? Ich mach mal den Laptop hin. Das ist die Antenne. Ja, Feuerlöscher ist ja nicht schlecht. Brauchen wir. So, und ich finde das Lenkrad ist sogar noch besser. Oder? Nee, nee, ist schon so gut. Ja, das ist ganz schnelle Kiste. Aber egal. Ich finde, der sieht geil aus, ne? Also wirklich, Leute. Oder? Ford Cargo. Wunderbar. So. Gekauft haben wir ihn. Brauchen wir nicht. So, dann gehen wir nochmal. Weil ich da was vergessen habe. Ich habe da was vergessen. Hier, diesen Tank da, den habe ich vergessen, ja. Der sieht ja nicht geil aus. So, und jetzt suche ich das mit den Antennen da. Da hinten haben wir. Ne, wo ist denn das jetzt? So, da haben wir den auch. Ja, schade, dass hier die Nummernschilder da dann auch bleiben als ja, die habe ich vergessen. So, mal gut, dass man da noch mal hinkickt. So, das war's dann jetzt aber wirklich. Geiles Fahrzeug. Finde ich. Also da muss ich wirklich sagen, also Daumen hoch hier für den Modder. Wirklich. Einfach spitze. Uiuiui, habt ihr das gehört? Der schnurrt ja ab, aber.
So sieht der innen aus. Ja, nicht schlecht. Wahnsinn. Schönes Fahrzeug. Wollen wir wirklich sagen. So, dann war es das hier. War eine schnelle Nummer von dem Ford Cargo 2842. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag darüber. Und bis zum nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen. Kostet kein Geld. Und ja. Ich bin ja immer noch drauf, endlich die 100 zu knacken da. Das wäre mein Traum noch. Ob ich dies Jahr noch schaffe, weiß ich nicht. Wäre aber toll. Gut, dann verbleibe ich. Euer Hans Dampf aus Berlin, der Trecker-Opa. Tschüssikowski, mach's gut, Nachbarn.